Die wirtschaftliche Leistung in Deutschland ist sehr vielfältig. Schwerpunkte finden sich bei Industriestandorten sowie bei den öffentlichen und privaten Dienstleistungen. Grundsätzlich wird unterschieden in drei wirtschaftliche Sektoren: den primären, den sekundären und den tertiären Sektor. Der primäre Sektor umfasst die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei. Dem sekundären Sektor werden das produzierende Gewerbe und die Industrie zugeordnet. Der tertiäre Sektor bildet alle Dienstleistungen ab. Das ist der Hauptantrag. Die größten Wirtschaftsräume Deutschlands erstrecken sich entlang der Metropolregionen oder Ballungsräume. Von Rhein-Ruhr im Westen, über Frankfurt-Rhein-Main und Rhein-Neckar in den Süden und in die Großräume Stuttgart sowie Nürnberg und München. Ebenfalls bedeutende Wirtschaftsstandorte sind Bremen, Oldenburg und Hamburg im Norden, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg und im Osten Berlin-Brandenburg sowie in Mitteldeutschland Halle, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Jena und weitere Städte. Die enorme Wirtschaftskraft Deutschlands entwickelt sich in der Summe dieser Regionen mit allen anderen Wirtschaftsstandorten in Deutschland sowie durch die Vielfalt ihrer Angebote und Leistungen.